Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Austria Arms. Heute schauen wir uns das Mark 12 SPR Mod 0 an. Das war ein Gewehr, das speziell von der US Army im Bereich Special Forces von den Navy Seals verwendet wurde. Und diese Waffe war ein Lückenfüller zwischen normalem Standardsturmgewehr und dem schweren SF-25 oder größerem 308er Halbautomaten. Die Waffe haben wir jetzt hier vor uns. Das ist ein fast nahezu identischer Klon von Overland Arms. Die haben sich die Mühe gemacht, das Mark 12 SPR Mod 0 so detailgetreu wie möglich nachzubauen. Und das wäre jetzt das Gewehr hier vor uns. Bevor wir anfangen und auf diese Waffe jetzt speziell eingehen, möchte ich einfach nur mal erzählen, was so der Hintergrund war. Die Army hat nach einem Gewehr gesucht, um eben diese Lücke zwischen Sturmgewehr und Präzisionsgewehr zu füllen. Das war die Anforderung an einen leichten Karabiner, der bis 700 Meter seine Anwendung erfüllen sollte, mit spezieller Munition natürlich. Und ursprünglich hatten die als Idee, einen Receiver zu machen, der einfach durch Plug and Play getauscht werden kann. Jeder, der AR-15 kennt, weiß natürlich, dass das sehr einfach geht, wenn man hier vorne und hinten diese beiden Pushpins rausnimmt und dadurch die Waffe in zwei Hauptkomponenten zerlegen kann. Und der ursprüngliche SPR-Gedanke war, nicht ein Special Purpose Rifle an die Truppen zu vergeben, sondern einen Special Purpose Receiver. Und diesen Receiver haben wir jetzt in dem Fall als Upper Receiver, wo einfach der Unterteil von einem Standard Colt M4, M16 getauscht wird mit dem Upper Receiver des Special Purpose Receivers. Und dadurch wurde einfach beim Colt der Oberteil hier draufgesteckt und dann hatte man einen Präzisions-Upper, wo dann das Ganze möglich war. Und hat dann nur bedingt funktioniert, weil natürlich die Abzugsgruppe dann Dauerfeuer war, war natürlich in manchen Fällen auch vorteilhaft, aber man wollte dann natürlich auch einen besseren Abzug und dann ist man zum Entschluss gekommen, okay, wir bauen jetzt gleich ein ganzes Gewehr und das wurde dann das Special Purpose Rifle. Und in dem Fall haben wir hier diese Mod 0 Konfiguration, also diese wirkliche Urkonfiguration des SPRs. Und die Waffe wurde so ausgeliefert, wie sie jetzt hier ist. Wenn wir jetzt von vorne anfangen, haben wir ein spezielles Mündungsstück. Und zwar einen Kompensator von der Firma Ops Inc. aus USA, der hier ein Außengewinde hat. Das könnte man hier runterdrehen. Und man hat hier so eine Zentrierhülse, wo ein Reflexschalldämpfer über den Lauf befestigt wird. Das Ganze ist eine Over-the-Barrel-Lösung, also das heißt, der Lauf verschwindet unter dem Dämpfer. Das heißt, man hat mehr Dämpfervolumen und man verkürzt dadurch auch die Gesamtlänge der Waffe. Dann hatte man hier ein klappbares Frontsight von PRI, ja, konnte man hier so aufklappen, um ein Notvisier zu haben und eine durchgehende SPR-Schiene. Und da hat man dann natürlich das ein oder andere Zusatzmodul, wie zum Beispiel den klassischen PEC-2 Infrarot-Ziellaser montieren können. Unten war standardmäßig ein Zweibein, meistens von Harris oder ganz am Anfang von Parker Hale auch verbaut. Und da hatte man natürlich dann auch eine bessere Auflagemöglichkeit für die Waffe an sich. Das Markante an der Waffe ist dann natürlich dieser Handschutz. Dieser klassische runde Handschutz mit seinen vielen Löchern. Das macht diese Waffe eben so besonders und auch dieser Wiedererkennungswert des SPRs zeichnet sich speziell durch diesen Handschutz aus. Es ist ein Handschutz von der Firma PRI, also die gleiche Firma, die auch dieses klappbare Frontsight macht. Und der war aus einem speziellen Verbundmaterial, Carbon PVC. Und dadurch war der vom Gewicht natürlich viel leichter. Ja. Und den lässt man dann auch so ganz gut umfassen und ist halt einfach wirklich das markante Stück an der Waffe. Die Schiene geht über den Handschutz drüber und ist dann auf diese Upper Receiver Schiene vom Oberteil der Waffe aufgeschraubt. Die Schiene übrigens hier, diese durchgehende, ist von der Firma Arms, die auch für das Gewehr die passenden Zielfernrohrringe geliefert hat. Wenn wir es jetzt hier zeigen, haben wir hier diese Schnellspannringe von Arms
Und die waren speziell in der 2000-Wende ein großer Lieferant für die US-Armee in puncto Montagen, Zubehörteile und waren auch mitunter die ersten, die halt wirklich diese Picatinny-Schienen auf den Markt gebracht haben. Dann Zielfernrohr an sich wäre jetzt ein Leupold. Das war ein sehr schlankes, wirklich zierliches Zielfernrohr, wo man auch im Nahbereich gut hat arbeiten können. In dem Fall war das ein Leupold Mark IV 2,5 bis 8-fach mit einem 36er Tubus, also Durchmesser vorne. Der Durchmesser vom Tubus an sich hat 30 mm und das hatte dann auch diese militärische Bezeichnung TS-30. Beleuchtungsturm war hier schräg oben, wie bei den anderen Leupold Mark IV Zielfernrohren auch. Ist auch ein ganz markanter Punkt, wo man dann das Ganze hier auch wiedererkennen kann. Hier im hinteren Bereich habe ich ein Klappvisier von ARMS, also der Hersteller, der auch die Schiene hier macht. Das harmoniert ganz gut mit dem Frontside von PRI. Der Schaft war ein Sobmod-Schaft von der Firma Crane und der Schaft hat halt wirklich auch eine schöne Wangenauflage gehabt, wo man dann auch für einen Präzisionsschuss das Ganze schön hat auflegen können. Was diesen Sobmod-Schaft dann auch auszeichnet, ist, dass er einfach so wirklich spielfrei, fast saugend und teilweise sogar wirklich streng zum Verschieben geht. Und dadurch hat man halt dann auch eine höhere Präzision beim Schießen an sich. Ja. Griffe wurden oft verschiedenste verbaut von diversesten Herstellern. Sicher einer der beliebtesten war dieser Ergo Grip, also der mit der markanten Ausbeulung hier, dass man den auch schön umgreifen kann. Und auch mitunter bis heute einer der ergonomischsten Griffe in dem Bereich. Abzugssystem war dann natürlich ganz klassisch ein Geißele-Abzug. Am Anfang waren das auch andere Hersteller, aber zum Schluss wurden die dann alle mit Geißele-Abzügen auch ausgeliefert. Und das ist halt bis heute einer der meist verbautesten und besten Abzugssysteme, die man für ein AR kaufen kann. Magazine waren dann natürlich hier aus Blech, wie diese eben markanten GI-Magazine. Und im Großen und Ganzen ist das hier dieses Gewehr. Die Gesamtlauflänge wäre jetzt dann 18 Zoll. Und die Waffe wurde speziell mit wirklich schweren geschossen, also um die 77 Grain geschossen, damit man da auch ein bisschen auf die Entfernung kommt. Das Gewehr war im Einsatz bis 2017 und seit 2017 ist die Army dabei, diese SPR-Familie im Kaliber 223 durch stärkere Kaliber zu ersetzen. In dem Fall wäre das dann von FN. Die Mark 12 SPR wird ersetzt durch die FN Mark 17, in dem Fall SCAR in 308. Und das wird bis jetzt so beibehalten und ich glaube, diese Waffen sind jetzt auch nicht mehr wirklich so im Einsatz, weil die eben ersetzt werden. Aber auf jeden Fall ein absoluter Klassiker und Hingucker am Schießstand. Und die einen oder anderen werden das sicher auch in den diversesten Filmen schon gesehen haben, zum Beispiel Lone Survivor oder in Stirb langsam 4 kommt das Gewehr auch zum Einsatz. Also wirklich ganz bekannt und berühmt und das ist einfach eine Sache, die hier von Oberlin Arms perfekt nachgebaut wurde als schöne Replik, als Erinnerungsstück. Und das Ganze eben dann noch einmal in so einem Cerakote-Finish in Flat Dark Earth gehalten, damit es dann auch diesen wirklichen Charakter der Waffe beibehält. Ja, also man muss wirklich sagen, ich finde es persönlich ein super cooles Gerät zum Schießen, hat eine super Eigenpräzision und ich finde es einfach eines der schönsten AR-15-Setups, die man sich so zurzeit zusammenstellen kann. Es ist halt wirklich ein gutes Gewehr für den Schießstand, es ist leicht handlich. Mit dem 18 Zoll Lauf kann man das auch gut transportieren und eben, wie gesagt, Eigenpräzision absolut spitze. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall einmal vorbei bei Oberlin Arms. Die haben sich jetzt solche Klassiker in der AR-Szene als Ziel genommen, um die halt wirklich möglichst detailgetreu nachzubauen im Zivilbereich. Und mit dieser Mark 12 haben sie da auf jeden Fall auch eine gute Arbeit geleistet und da kommt sicher das ein oder andere Stück dann noch in Zukunft auf uns zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann lasst es uns wissen. Wir haben natürlich auch Zugriff auf solche speziellen historischen Waffen aus dieser moderneren Zeit und da können wir euch sicherlich das ein oder andere dann noch bieten. Dann würde ich euch bitten, liken, teilen, abonnieren. Wenn euch der Kanal gefällt, dann unterstützt uns, kommentiert gerne, was ihr gerne sehen möchtet und so weiter. Wir würden uns darüber freuen und wir sehen uns das nächste Mal.